Wir werden uns heute mal ein bisschen unterhalten um ein Thema, das ich schon lange irgendwie ein bisschen so schleifen habe lassen bzw. ignoriert habe, weil ich mich nicht damit auseinandersetzen wollte, weil man da doch sehr lange und sehr viel Zeit und Geld investieren kann. Und jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, dass sich der Thomas Kremser mit mir da ein bisschen unterhalten möchte, der Backups professionell macht für Riesenunternehmen, also so wirklich im Enterprise-Segment unterwegs ist und sich überraschenderweise das sehr, sehr gut auskennt. Und so kleine Backup-Lösungen wie für mich zum Beispiel sehr schnell einmal konzipieren und entwerfen kann und mir auch relativ schnell sagen kann, was gescheit ist und was nicht gescheit ist. Das heißt, ich brauche nicht stundenlang irgendwelche Internetforen durchforsten und selber lernen und draufkommen, was funktioniert oder was nicht funktioniert, sondern habe das einfach ausgelagert und habe Thomas genötigt, dazu mir ein bisschen was dazu erzählen. Und der war freundlich genug und hat vorgeschlagen, dass wir es vielleicht als Stream machen, weil das ja höchstwahrscheinlich viele Fotografen interessiert. Drum das Thema heute: Backup Solutions für Fotografen. Was kann man machen? Wie kann man es machen? Wie kann man es richtig machen? Wie viel Geld kann man, muss man, soll man ausgeben? Was kann man noch machen, wenn man sich schon mal mit diesen Backup Solutions auseinandersetzt? All das würde ich heute gern mit dem Thomas ein bisschen besprechen und euch dann durchführen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zwischendurch habt, einfach schreien und dann schauen wir, dass wir darauf eingehen. Die Grundvoraussetzung ist, ich bin Fotograf, ich lebe von meinen Bildern, das heißt, ich werde meine Bilder sehr, sehr vorsichtig backuppen, was ich auch tue. Tue das aber halt sehr, sehr, sehr oldschool-mäßig, indem ich meine ganzen Bilder auf halt externe Festplatten rüber kopiere, doppelt gesichert und alles. Aber meistens am Ende des Jahres wird halt so ein Jahresbackup gemacht, die Festplatten landen dann irgendwo in einen Schrank. Und A, ist das ein bisschen mühsam mit dem ganzen Herumgestecke, es ist nicht sehr professionell. Und wenn ich dann tatsächlich irgendwann mal auf was zurückgreifen muss, weil es kommt dann doch irgendwann mal ein Kunde: Du, vor 3 Jahren die Fotos, die wir gemacht haben, die bräuchte man wieder, die haben wir versehentlich gelöscht, da muss man das ausgraben. Und bei mir schaut das halt so aus, dass ich dann halt Disks durchforsten gehe und mich ärgere und anstecke und umstecke und zurückkopiere und weiß ich was alles. Und inzwischen gibt es das ja in wesentlich moderner und auch in leistbar und viel, viel praktischer und funktionaler. Und das wäre der Punkt, wo wir den Thomas dann mit an Bord holen und Hallo sagen. Thomas, hörst du mich? Ja, willkommen. Wunderbar. Ja. Hört ihr alle den Thomas? Falls irgendwer den Thomas hört, sagt es einfach nur kurz Bescheid, dass wir mal den Technik-Check hinter uns haben. Und ein bisschen zu leise. Thomas, kannst du ihn noch lauter schalten oder soll ich dich lauter schalten? Schalt du mich lauter, ist einfacher, glaube ich. Ich schalte dich lauter. So, sag nochmal, Mic-Check. Mic-Check, lauter, leiser. Perfekt. Ich hoffe, das passt. Wenn irgendwas nicht passt, schreit es einfach nochmal, ihr seid super. Danke, Laura. Ausgezeichnet. Thomas ist, wie gesagt, Backup Solutions Manager für ein riesiges österreichisches Unternehmen und macht das wirklich im großen Stile. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hast du im Homeoffice derzeit auch viel Zeit und tust gerade alles automatisieren, was geht, und Backup Solutions bauen und für Kollegen auch Backup-Solutions planen. Und da hat es sich halt gut getroffen, dass wir mal zusammenkommen und du mir ein bisschen was erklärst, wie die Welt funktioniert. Mein Problem wäre, ich würde gern professioneller backuppen. Ich würde das gern bequemer machen, dass ich halt nicht dauernd irgendwelche Disks herumkrammen muss und auch so ein bisschen mich ein bisschen sicherer dabei fühle. Ich möchte aber kein Vermögen dafür ausgeben. Also ich möchte nicht tausende Euros darin reinstecken müssen, weil die Dimension hat halt meine Firma und mein Unternehmen nicht. Und ich möchte mich nicht wirklich viel damit auseinandersetzen. Ich möchte jetzt nicht tagelang in irgendwelche Sachen programmieren müssen, sondern ich hätte gerne so eine Easy-to-Use-Lösung. Gibt es da irgendwas in die Richtung? Prinzipiell gibt es für alles eine Lösung. Es ist immer nur eine Frage, wie viel Geld du ausgeben willst. Okay. In welchen Dimensionen bewegt sich das denn? Du kannst anfangen von, sagen wir, 200, 300 Euro ohne Ausfallsicherheit, nach oben hin dann keine Grenzen. Aber ich sage einmal so, in dem Bereich, wo du dich wahrscheinlich bewegst, so mit so usable 16, 12 Terabyte, also wirklich verfügbarer Speicher, bewegst du dich so zwischen 600 und 800 Euro Gesamtpreis. Wenn man ein bisschen Hand anlegt und wenn man es einfacher haben will, dann wird es teurer. Alles also je einfacher du es willst, desto teurer wird es, ist klar. Fast. Das heißt, ich schalte mal ganz kurz auf deinen Screen um und erzählst du uns ein bisschen mal, was ist denn so ein NAS? Also was ich will, ist ein NAS, wenn ich das richtig verstanden habe. Network Access Storage, genau. Falls ich das noch richtig im Kopf habe. Das wäre der Idealfall. Es gibt andere Lösungen auch, die kann ich dir dann auch noch anbieten. Jetzt sehe ich nicht am Stream mein Foto, also mein Video. Ist das geplant?
Na, ich sehe deine Präsie über dich nicht. Ja, genau. Interessant. Kannst du das Spotlight auf dich setzen? Ich kann mein Spotlight. Ah, ich bin ganz klein da unten rechts. Genau. Sehr schön. Das, ja. So, jetzt mal in die Kamera hier. Wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja. Hast dich extra fesch gemacht für uns, gell? Ja, rasiert ja. Und überhaupt, ja klar, gestriegelt. Respekt. Nur für dich und danke. Alle anderen. Ma, danke. Ja, also, um auf deine Frage einzugehen, prinzipiell kann man alles realisieren. Es ist immer nur die Frage, was für Funktionalitäten willst du, wie viel Platz willst du und was ist dein Maximalbudget oder dein Sweetspot-Budget? Ja, das ist die große Frage. Weil du kannst alles realisieren mit allem Geld der Welt. Klar. In deinem Fall willst du nicht wie bei uns 10.000 bis 50.000 für einen Server ausgeben. Vielleicht das nicht wird sein. Nicht drinnen sein. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass so bis 1.000 Euro investiere ich gerne und das ist auch also eine Größenordnung, mit der ich leben kann. Natürlich ja. Alles, was ich mir spare und sonst irgendwie ausgeben kann, wie zum Beispiel gut essen gehen mit euch wieder mal oder so, wäre mir lieber. Aber mir ist schon bewusst, dass halt Sachen ihren Preis haben. Aber das heißt im Prinzip, ich will so ein Kastel haben. Ja, das wäre mal die einfachste Lösung, sage ich einmal, ja, ohne okay. dass du jetzt, wie du dieses vorher erwähnt hast, Disken schupfen musst. Perfekt. Ja, also es gibt natürlich Consumer Editions, es gibt den Eigenbau, da sieht man dann preislich dann einen Unterschied, wird sich bewegen, plus 300, 400 Euro aufwärts oder abwärts, okay. Gesamtpreis. Ja. Das habe ich dann nachher in meinen Slides aber noch drinnen, damit man ungefähr einen Preisvergleich hat. Kann das aber vorab jetzt einmal für dich zeigen. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt rausfinden für dich, wie viel Speicher willst du haben und wie zukunftssicher willst du sein. Okay. Das heißt, rechnest du jetzt alles, was du jetzt schon gebackupt hast, soll da drauf kommen? Oder willst du vielleicht auch die nächsten 2 Jahre drauf kommen und wie viel Storage reden wir da? Also ich würde quasi, wenn es jetzt wirklich mein Case ist, einfach das letzte Jahr noch backuppen, was ich da habe, als anderes eher auf irgendwelchen Disks. Das würde ich jetzt nicht anfangen, sondern einfach mit Jahr jetzt neu anfangen. 6 bis 16 Terabyte wären schön, irgendwas in der Größenordnung, je nachdem, wie sich das preislich halt abspielt. Mhm. Und das würde mich mal fürs nächste 2-3 Jahre, glaube ich, mal abdecken, wenn ich nicht jeden Schuss backuppe, den ich brauche. Also wenn man ein bisschen lernt, die Fotos auszusortieren. Also wenn man jetzt, sagen wir, wenn man 6 bis 12, sagen wir, 6 bis 16, sagen wir 12, einmal Sweet Spot, dann reden wir von Preisen im Eigenbau, also mit ein bisschen Hand anlegen, 600 Euro, 600, 700 Euro. Ja, und wenn du kommerzielle NAS verwenden willst, also wie QNAP, Synology, was es sich auch immer auf dem Markt gibt, da reden wir so, sagen wir mal, einfach 900 bis 1000 Euro. Okay. Und Hand anlegen selber, das heißt, ich muss was zusammenschweißen oder irgendwelche Konsolenprogrammierungsscheiße machen, oder? Ja, natürlich. Aha, okay. Du zahlst beim kommerziellen NAS, dass das Ding funktioniert, musst aber dort auch Sachen konfigurieren. Mhm. Beim richtigen Hand anlegen, also wenn du das mit einem Raspberry und einem Hardware RAID konfigurierst, musst du ein bisschen mehr Hand anlegen. Gibt es aber super Tutorials, die das Step Forward haben, wo du dann dich um nicht viel kümmern musst. Alles klar. Weil der Laurent gerade fragt, der meint mit 12 Terabyte, meinen wir 2 plus 6. Ich hätte jetzt gemeint, so tatsächliche. Ja, ich rede von Netto. Genau, Netto usable, also wirklich das, was verfügbar ist. Nicht mit Redundanz, RAID und was alles dabei ist, genau. Sondern Netto. Wirklich das, was dann nachher dort steht, verfügbar. Größe. Perfekt. Cool. Na dann für mich mal dorthin. Das heißt, wenn ich sowas im Eigenbau machen würde, in der Größenordnung, wo fange ich an? Was muss ich berücksichtigen? Wo fange ich zu shoppen an? Jetzt müssen wir mal anfangen zu reden über was ein NAS ist und wie die Funktionalität von dem Ganzen aussieht. Ja? Okay. Um die Grundbegriffe ganz schnell durch und dann gehen wir auf deine Konstellation durch. Super. Also für einen NAS-Server spricht, dass er eben ausfallsicher ist, ja. Dass er als Backup gilt, dass du darauf aktiv arbeiten kannst, ist klar, weil du willst, dass jeder drauf in deinem Heimnetzwerk darauf zugreifen kann, eine zentrale Lösung. Und eventuell hast du dann halt noch so Funktionen wie, keine Ahnung, wie bei mir ist eine Home-Automatisierung, die draufläuft als Dienst, die das den Server mit Funktionen erweitert. Okay. Die eben, dass das nicht nur ein reines Datengrab ist, sondern es vielleicht noch
irgendwelche Funktionalitäten hat für Mac-User zum Beispiel, dass es Time Machine kann, oder für was kann es Windows-User, kannst du natürlich auch backuppen etc. Ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das können die kommerziellen NAS-Dinger von Haus aus, das kann die zu selber zusammengebastelte Lösung auch von Haus aus. Mhm. Also da braucht man auch bei Time Machine zum Beispiel oder Share erstellen, das sind alles Basic-Funktionalitäten, die mittlerweile Standard sind, egal ob man Open Source geht oder ob man ein fertiges Produkt kauft. Alles klar. Okay, gut. Das klingt ja prinzipiell nach genau dem, was ich gern hätte. Ja. Jetzt ist eben die Frage von einem RAID. Das heißt, wie viele Platten willst du reinstecken? Viele. Ja. ich sage mal, in deinem Preissegment reden wir von einer 4B-Solution. Das heißt, du kannst 4 Disken reinstecken. Also okay. Entweder nimmst du 2B oder 4B, also 2 Disken oder 4 Disken, die drinnen sind. Ja. Und dann hast du andere Möglichkeiten. Zum Beispiel RAID 1 ist, er spiegelt Daten 1:1 auf die beide Platten. Das heißt, wenn ein File auf der ersten Platte liegt, liegt es auf der zweiten Platte genauso. Damit hast du eine Ausfallsicherheit von 50%. Okay. Sprich, eine Platte fällt aus, die Daten sind vorhanden, steckst eine neue Platte rein, Ding synchronisiert sich wieder, ist alles wieder safe. Hast aber natürlich auch einen Ausfall von der Netto-Kapazität von 50%. Steckst du da 2x6 TB rein, hast du nur 6 TB usable. Okay. Weil natürlich die Daten doppelt drauf liegen. Also im Prinzip das, was ich von Hand gerade mit meinen Harddisks mache, macht genau, ja. RAID 1 dann automatisch. Lorand, ja, es ist möglich, aber dann ist es kein RAID mehr. Also beim RAID sind die Daten immer gespiegelt auf den den Festplatten. Du kannst natürlich die beiden Disken einzeln verwenden und sagen, ich möchte nur den und den dorthin speichern. Dann hast du aber die anderen Daten nicht mehr gespiegelt. Und die sinnvollere Variante statt RAID 1 wäre dann... RAID 1 ist nicht unsinnvoll. Also wenn du sagst, du möchtest nur 6 Terabyte haben, ist das die effizienteste Kostenlösung. Okay. Ja, du sagst, du möchtest jetzt über 6 Terabyte kommen. Eine 12 Terabyte Platte kostet leider im Sweet Spot ein bisschen zu viel. Ja. Dann gehst du auf 4B und hast dann die Möglichkeit eben RAID 1.0, das ist die Erweiterung von RAID 1, dass man eben, wenn du 4 Platten hast, immer 2 sich gegenseitig spiegeln. Okay. Oder dann hast du wieder 50% Verlust von der Netto-Kapazität. Oder du gehst den nächsten Step auf RAID 5. Da bildet er eine Prüfsumme, die sich random auf den Platten verteilt. Sprich, du hast 4 Platten drinnen, du hast Milchmädchenrechnung, 6 Terabyte Platten drinnen, 4x6 wären 24. Aber eine Platte wird immer verwendet, um eine Prüfsumme zu bilden. Das heißt, eine Platte fällt dir an Kapazität weg. Und 6x3 ist dann nicht 24, sondern 18. Alles klar. Aber das klingt doch nach einer sehr praktikablen Lösung. Da habe ich auch Ausfallsicherheit, wenn eine der 4 Platten eingeht. Genau, eine Platte fällt aus, du steckst eine neue Platte rein, fangt an zum Synken. Das Rebuild dauert natürlich eine Zeit lang. Mhm. Aber damit hättest du eine Ausfallsicherheit. Fällt eine zweite Platte aus, sind deine Daten komplett weg. Okay, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoffentlich eher gering. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber sie existiert natürlich, ja. Okay. Kriege ich, also blöde Frage, was mir gerade einfällt, kriege ich das mit, dass dann der Harddisk hin ist? Schreit das Ding dann oder merke ich das erst Jahre später, wenn es zu spät ist? Also normalerweise richtet man sich einen Monitor ein, der dann dir ein E-Mail schickt oder ein Telegram oder eine SMS oder ein E-Mail, also was auch immer, in die Richtung einer Notifikation. Eine Brieftaube, bitte. Eine Brieftaube, ja, die dir dann ein Steinchen durchs Fenster wirft und sagt, die Platte ist ausgefallen, tu was. Okay, passt. Aber es ist auch nicht so, dass du jetzt immer eine extra Platte zu Hause liegen haben musst, sondern wenn die ausfällt, dann gehst halt eine kaufen, steckst es rein und fertig. Alles klar. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Platte in der Zeit ausfällt, ist geringer. Okay. Und der Laura hat gerade gefragt, ob RAID Geschwindigkeitsvorteile bringt oder ob es da rein um die Datensicherheit geht. Es bringt Geschwindigkeitsvorteile, du hast aber durch das RAID natürlich Nachteile, weil du diese Prüfsumme bilden musst. Das heißt, aus einer Platte kriegst du irgendwas zwischen 100 und 200 MB Daten raus, also Read. Write ist immer ein bisschen schlechter als Read. Mhm. Wenn du dir natürlich einen Verbund hast, dann kriegst du irgendwas so, sag mal 400 Megabyte pro Sekunde Read raus. Alles klar. Bei 4 Platten. Weil, also es wäre theoretisch mehr möglich, aber durch den Read, durch die Briefsummenbildung wird das natürlich ein bisschen geschmälert. Alles klar. Das, was du effektiv rauskommen könnte. Cool. Du, und das muss korrekt machen. RAID ist Random Array of Inexpensive Disks oder was war's? Ich habe das schon wieder. Random Array of Independent Disks. Independent. Ich habe immer inexpensive gedacht und mich gewundert, warum es so teuer wird. Aber ja. Ja, nein, ja, fast. Okay. Ja, und
damit wir die Folie ganz durchgehen, RAID 0 ja? oder JBOD, oder also es gibt mehrere, also herstellerweise RAID 0 und JBOD ist fast das gleiche, nicht immer, okay. aber sie funktionieren gleich. Das heißt, du kannst, wenn du eine 4B hast, alle vier Platten einzeln verwenden, bei RAID 0, also Single. Und bei JBOD wäre es ein großes, also er macht aus den 6 Terabyte mal 4 ein großes, okay. hat aber den Nachteil, wenn du eine Platte verlierst, ist alles weg. Das heißt, alles du hast klar. da keine Ausfallsicherheit. Also nicht zu empfehlen, mhm. schaut gut aus, weil du viel mehr Daten reinkriegst, mhm. aber wenn es dann mal dann Bölle geht, wirst du nicht glücklich sein. Gut, aber das heißt, wenn wir jetzt wieder bei meinem Beispiel bleiben, ich hätte das Bauchgefühl auf RAID 5 getippt als sinnvolle Lösung. Genau, ja. Weil da habe ich Datensicherheit, Ausfallsicherheit, Geschwindigkeit und kann auch gut skalieren, genau. unter Anführungszeichen. RAID 5, mindestens 3 Platten. Mhm. Skalieren nach oben, 16, 20 Platten, wie viel du willst. Okay. RAID 6 ist das gleiche, nur dass er eben 2 Prüfsummen bildet. Das heißt, du verlierst 2 Datenplatten. Zugunsten von hoher Datensicherheit. Macht aber erst Sinn, wenn du 6, 8 Platten drinnen hast, weil wenn du nur 4 Platten drinnen hast, verlierst du 50%. Ne? Und wenn du 6 Platten hast, verlierst du nur mehr 2 Disken und 4 hast du so usable. Also du gewinnst Ausfallsicherheit, verlierst aber natürlich dann 2 Datenplatten. Alles klar. Gut, also ich habe notiert, ich hätte gern ein RAID 5 Setup. Genau. Dann ist es wichtig, was für Platten du kaufst. Yes. Und zwar gibt es da Unterschiede. Es gibt eben reine NAS-Platten und es gibt normale Consumer-Platten, wie du sie in einer USB-Festplatte oder in deinem PC drinnen hast, die dafür ausgelegt sind, dass sie mal angehen, mal laufen, vielleicht einmal auch 12 Stunden laufen, aber nicht 24/7 rund um die Uhr. Und da gibt es zwei wichtige, wie man eine NAS-Platte erkennt, ist ganz einfach. Wenn das Ding CMR als Daten, also als CMR-Platte definiert ist, ja. dann ist es eine NAS-Platte. Wenn es SMR ist, dann ist es eine normale Desktop-Platte. Okay. Für was steht das aus Neugier? Auswendig weiß ich es jetzt nicht. Also. Könntest du aber nachher nachschauen gern. es geht nur darum, wie sie mit Fehlern umgeht. Bei CMR, okay. also bei SMR, also bei einer normalen Desktop-Platte, also wie sie die Daten auf die Disk schreibt. Also bei einer Desktop-Platte, wenn die werden die Daten enger zusammengeschrieben mhm. und können sich überlappen. Und wenn er dann liest, also er schreibt und liest dann und schaut, ob es gut ist. Wenn es nicht gut ist, schreibt er es nochmal. Das fällt dem Desktop nicht auf. Bei einem NAS ist es blöd, wenn er andauernd den I.O. nochmal schreibt. Mhm. Und der Riesennachteil ist, viele RAID-Hersteller, also entweder NAS-Systeme oder eben nur Hardware-RAID, erkennen SMR-Platten nicht. Und wenn der sagt, der hat, die muss den nochmal schreiben, den Block, mhm. sagt er, die Platte ist defekt und sagt, die verwende ich nicht mehr. Alles klar. Das heißt, die geht vielleicht lang gut, aber irgendwann, wenn ein Block hin ist, kann es sein, dass es nicht mehr im RAID erkannt wird. Genau, der Christian hat gerade gefragt, wo erkennt man das? Das steht in der Bezeichnung der Hardware dann drin. Oder wo steht genau, das? Also wenn du, ich kann, wir können gerne schnell auf Geizhals gehen, dann zeige ich dir das. Ja. Da steht dann Aufnahme, da schau, Conventional Magnetic Record. Na schau, jetzt wissen wir, was das dabei. Heißt. Perfekt, das heißt, das andere steht ist irgendwas Specs mit dabei. Single irgendwas, Magnetic Recording. Okay. Gut, das heißt, ich muss einmal drauf schauen, dass es NAS-fähige Platten sind, CMR-Platten. Genau. Und dann? Dann Geschwindigkeit. Willst du nicht zu schnelle Platten haben? Wieso? Faster! Ja, die verbrauchen mehr Watt. Okay. Die machen mehr Lärm. Ah ja. Und wenn du mehrere Platten übereinander hast, verursachen die Vibrationen. Ah. Und es gibt eine Herstellerangabe immer bei den Platten, wie viel, also wenn der, es gibt 5400 Umdrehungen und 7200 Umdrehungen. Bei den 7200 ist, glaube ich, der Cap 8 Platten übereinander. Okay. Ansonsten verursachen die Vibrationen Probleme bei den Platten. Geil. Wie die Waschmaschine, die dann wegtanzt beim Schleudern. Ganz genau. Das sind minimale Erschütterungen, aber die stören. Krass. Hätte ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht gecheckt. Ich hätte mir gedacht, schneller ist besser, aber good to know. Das heißt, gibt's dadurch, dass du eben den RAID hast ja? und wenn du das Ding im NAS hast, also ich sage einmal, wenn du es im Heimgebrauch bei dir zu Hause hast, ist das Schönste, was du hast, ist eine 1 Gigabit-Leitung. Also Gigabit-Switch okay. oder Gigabit-Router und über die kriegst du effektiv im besten Fall, wenn nichts anderes drauf läuft, 125 MB raus. Okay, naja. Das war's. Das heißt, wenn du ein RAID hast, das 400 MB schreiben oder lesen kann,
kriegst du das über deine Datenleitung gar nicht drüber. Okay. Aber das heißt, gibt es so eine Geschwindigkeit, wo du sagst, das ist, keine Ahnung, 7200 oder was hast du gesagt? Es gibt eigentlich nur 5400 und 7200. Entscheide dich für die 5400 und alles ist gut. Okay. Das reicht für den Durchsatz und die Geschwindigkeit aus und die laufen ruhiger und deshalb auch langlebiger. Super. Nicht viel, aber es ist ein kleiner Teil. Alles klar. Das heißt, das Letzte, was man überlegen muss, ist, wie viel Platz oder wie groß sollen die Platten sein? Genau. Da kann ich immer den einfachsten Tipp geben, das geht wieder auf Geizhals, ja. Weil das am simpelsten ist, am Neuauf. Wenn du jetzt einfach Festplatte suchst, Festplatte, Harddisk, dann gibt es eh schön da oben irgendwo NAS, dann wählt er dir schon NAS-Platten aus. Super. Und dann gibt es diesen Button hier pro Terabyte, dann wählt er dir aus, wie viel du pro Terabyte zahlen würdest. Ja, super, das ist ja praktisch. Sprich, natürlich steht jetzt die 12 Terabyte, 14 Terabyte oben, das ist halt jetzt ein höherer Preis. Aber pro Terabyte am günstigsten? Aber pro Terabyte am günstigsten. Jetzt kannst du natürlich dann sagen, ich möchte jetzt maximal 8 Terabyte Platten haben. Mhm. Also das ist die falsche Richtung. Ja, ab. Bis 8 Terabyte, zack. Und dann bietet er eben zum Beispiel an, Toshiba oder Seagate. Da musst du dich dann frei entscheiden, was du haben willst. Okay. Ja. Ich bin ein Riesenfan von Seagate. Die kosten zwar ein bisschen mehr, mhm. aber nicht den Exos, sondern den Iron Wolf Serien. Alles klar. Die kosten leider ein bisschen mehr als die Toshiba. Sind auch nicht schlecht, was ich gehört habe. Mhm. Die sind preislich relativ niedrig. Du musst immer nur aufpassen, die Toshiba sind schnell drehende Platten. Okay. Das heißt, das kann man aber oben auch irgendwo auswählen. Von denen will ich, also wenn du sagst, du hast nur 4 Platten, ist es nicht so schlimm. Mhm. Aber damit du den Unterschied siehst zwischen einer 7200er und einer, wo ist eine 4500er, nehmen wir einfach, da ist eine. Ja. Die hat eine Leistungsaufnahme von 11 Watt im Betrieb. Ja. Die B steht manchmal dabei, manchmal nicht, 31 Dezibel. Mhm. Und die 5200er wäre 5 Watt, also die Hälfte, okay. mehr als die Hälfte. Und dB im Leerlauf ist auch weniger. Und bei dB wissen wir, dass das ja exponentiell ist und nicht linear. Cool. Okay, großartig. Also danke, weil allein wenn es 10.000 Variablen, die es dabei Geizhals gibt, wäre ich schon ausgestiegen. Das heißt, ich suche NAS-Platten, ich nehme die langsamen, die 5400er und ich suche meine Größe aus, die sinnvoll ist. Das heißt, wenn ich 4 Bay habe, auf meines 12 Terabyte kommen möchte, dann muss ich 6 Terabyte. 4 mal 4 Terabyte. Bei 12 Terabyte. 4 mal 4, wenn du aber sagst, ist das okay. Das ist ja, genau, ja. 4 mal 4. Also eine Platte musst du wegrechnen, das ist 3 mal 4 und 3 mal 4 wäre 12. Okay. Gut, kenne mich aus. Das heißt, ich wüsste jetzt sogar auch schon, welche Harddisks ich mir aussuche. Genau. Und dann musst du abwägen, kostet die 6 Terabyte so viel mehr, dass es nicht auszahlt, weil du natürlich dann zukunftssicherer bist. Alles klar. Mhm. Gut, würde ich mir dann mal zusammenschustern. Da muss man sich den Sweet Spot errechnen, der für einen das Budget ist einfach. Mhm. Da macht man sich eben ich habe Ihnen nachher Geizhalslisten, wo das alles drinnen ist, da kann man sich ein bisschen orientieren. Perfekt. Da steht alles drinnen. Oder man sucht sich, bastelt sich selber zusammen. Ja. Das Thema hatten wir jetzt eben schon kurz abgehandelt. Mhm. RAID 1 bis 10, 50%, RAID 5, eine Platte, Verlust. Und da sollte ein Sechser stehen bei dem letzten Zeile, RAID 6, ist natürlich 2 Platten Verlust möglich. Alles klar. Ja. Das haben wir jetzt auch schon kurz angeteasert. Mhm. Da kommst du eben auf den Selbstbau oder eben die kommerzielle Lösung. Aber Commercial NAS heißt, das ist ja fertiges Kastel, was ich mal kaufe. Und dann noch Platten dazu. Und Platten reinsteckt. Selbstbau heißt was? Ich lege mir die Platten auf einen Schreibtisch und verkabel sie selber? Oder wie schaut das? Auch das wäre möglich, aber die einfachste Lösung wäre einfach ein Hardware-RAID zu kaufen. Okay. Der für dich die komplette RAID-Gestaltung macht. Das heißt, du schiebst die Platten rein, ja. Sagst, das ist RAID 5. Da gibt es von ICBox, da gibt es von... gibt es 100.000 Anbieter, die das, also das schaut dann im Prinzip genauso aus wie ein NAS. Okay. So, jetzt muss ich noch die richtige raussuchen. Das ist eine 2B, genau. Okay. Das wäre jetzt eine 2B, die kostet 76 Euro. Mhm.
steckst du zwei Platten rein und dann IC-Box RT3640 ist die 4B, glaube ich. Genau. Ist genau die gleiche. Okay. Gleiche Hersteller, sind aber mit vier Platten und kann RAID 5. Die 2B kann natürlich kein RAID 5, ist klar. Eh klar. Aber das heißt, so ein Kastel brauche ich, da stecke ich meine Harddisks ein und zudem brauche ich dann noch einen Controller, wenn das nicht ein fertiges NAS ist. Genau. Okay. Und da ist jetzt die Frage, willst du diese Platten nur an deinem Rechner verwenden oder willst du die frei verfügbar im Netzwerk haben und dann vielleicht noch so Features wie meine eigene Nextcloud drauflassen oder irgendwelche anderen Services oder sonst was. Also, wenn du sagst, du hast nur Daten drauf, kannst du auch diesen Hardware-RAID-Controller direkt am Mac anstecken oder am PC, ja, den einfach verwenden als große Festplatte. Okay. Ich dann würde aber gerne in die andere Richtung gehen. Also ich habe am Netzwerk, ich habe einen Laptop, ich habe einen Standrechner, meine Frau hat Rechner. Cool wäre es, wenn wir alle auf diese Daten zugreifen könnten. Das heißt, ich würde sie ganz normal ans Netz hängen über den Router, wenn ich es nicht als USB direkt an den Rechner anstecke, richtig? Irgendwo in deinem Abstellkammerl oder sonst wo, wo halt der Netzwerkanschluss ist, dann musst du entweder den Weg des kommerziellen NAS gehen und dann Platten dazu kaufen oder Selbstbau mit einem Raspberry zum Beispiel, so wie ich es gelöst habe, den steckst du an den Hardware-Controller dran, der erkennt die Platten und arbeitest damit. Alles klar. Das heißt, um das jetzt wieder mal so für meine Richtung zusammenzufassen, ich kaufe mir so ein Kistel, mit dem ich das RAID Manager, die 4 Bays hat, suche mir Platten aus, die meine Dimensionen passen. Genau, ja. Setze das mal als RAID 5 auf und schließe dann den Raspberry an und hänge den ins Netz oder hänge ich den zuerst an und setze dann das RAID auf? Wie du willst, ja. Also das okay, aber geht beide Varianten. Ne? Alles klar. Gibt es eine Empfehlung? Ich würde einmal den Raspberry sauber aufsetzen, alles zum Laufen bringen, dann das RAID anstecken und dann die Daten drauf präsentieren. Alles klar. Und weil der Laurent gerade gesagt hat, die der Raspberry hat dann eine eigene IP, über die man sie quasi erreichen kann. Und genau, im Heimnetzwerk natürlich. Genau. Also ich empfehle nicht, normale Netzlaufwerke öffentlich freizugeben. Okay. Da gibt es andere Lösungen dafür. Alles also entweder nimmt man sich einen, bastelt man, kann man dann auf dem Raspberry laufen lassen, OpenVPN, dass du jemand einen VPN-Tunnel nach Hause machst zu dir. Das ist relativ einfach umzusetzen und läuft dann, entweder kann das die kommerzielle NAS, kann das von sich aus, oder wenn du es über VPN machst, dann ist das sichere. Es gibt dann, also, du kannst auch Nextcloud, das ist eine Open-Source-Geschichte, so wie Dropbox, das könntest du auch da drauf laufen lassen. Und das kannst du natürlich von extern erreichbar machen. Und weil wir gerade beim Thema sind, es wäre natürlich praktisch, wenn ich jetzt dann auf diesem Kastel all meine Bilddaten habe, dass ich die auch von draußen erreichen kann, beziehungsweise dass ich Kundenordnern freigeben kann. Das würde ich dann mit Nextcloud lösen oder würdest du das als eigenes Ding nochmal implementieren? Das würde ich direkt als Nextcloud auf dem Ding laufen lassen. Okay. Aber Nextcloud ist nicht darauf konzipiert, diese Daten, also du kannst natürlich jetzt sagen, ich hau alles in den Nextcloud rein und das läuft auf dem RAID. Ja. Ist natürlich nicht so performant, wie wenn du direkt aufs RAID schreibst. Mhm. Dann hast du auch alle deine Daten, die du dann wie bei Dropbox mit einem Link sharen kannst und der Kunde kann sich runterladen und du kriegst eine Notifikation, wenn er es runtergeladen hat und kannst Passwörter vergeben, User vergeben, was auch immer. Ja. Aber ich würde es so lösen, so habe ich es auch gelöst, meine Empfehlung, ja, wie man es umsetzt. Du hast dein NAS, egal ob es jetzt kommerziell oder Raspberry ist, du hast dein NAS, da hast du deine Daten drauf, oder die du hinschiebst, da sind auch deine RAW-Daten drauf und sonstiges, was der Kunde ja im Endeffekt dann nicht braucht. Und hast dann zusätzlich eine Nextcloud drauf laufen, egal eben ob kommerziell oder Eigenbau. Und dort schiebst du dann fertige Daten als Ordner hin, die du dann dem Kunden präsentierst. Aber das heißt, ich müsste sie dann quasi aus dem RAID rauskopieren ins Dropbox, ins Nextcloud rüber? Oder kann ich sagen, der Ordner, geh mal frei? Nein, die Nextcloud ist so konzipiert, dass sie halt schon abgeschottet ist, weil du ja sonst deine Daten kompromittierst. Okay, das heißt, ich habe so meinen eigenen Nextcloud-Basket oder Ordner oder sonst was und alles, was ich da reingebe, kann ich managen und freigeben. Genau. Und das rennt parallel, wenn man so will, zum RAID-System. Genau, ja. Okay. Weil in der Nextcloud willst du ja auch nicht 16 Terabyte drinnen haben, die du scherst, sondern du willst ja da vielleicht
für den Kunden X und Kunden Y da jeweils ein paar Gigabyte drinnen haben, im schlimmsten Fall. Sounds good. Und Deppenfrage, aber dieses Nextcloud, das ist so trottelsicher wie Dropbox mit einer grafischen Oberfläche oder ist das Command-Test? Das ist genau das Gleiche. Schaut genau gleich aus wie Dropbox. Natürlich mit einem anderen Logo und einem anderen Namen, aber sonst ist es genau, du hast sogar mehr Funktionalitäten. Du kannst kannst Kommentarfunktion, du kannst gemeinsam dran arbeiten, cool, was auch immer. Ja. Es ist genau das gleiche wie bei Dropbox. Und ich bin das Problem mit dem Datenschutz weg, weil ich quasi selber in meinem Lande hoste. So, das muss ich kurz lesen, was der Loran schreibt. Genau, ja, also ich würde die Nextcloud würde ich wirklich, wenn du sagst, du hast jetzt wirklich Daten, mit denen du arbeitest, dass du die, du kannst ja da auch einen Client, so wie bei Dropbox installieren, auf all deinen Rechnern, dass das auch synchronisiert wird für dich und dann einzelne Ordner für externe freigeben. Und VPN, wenn du wirklich auf deine physischen RAW-Daten zugreifen musst, was du ja nicht immer machst. Passt. Und über VPN könnte ich aber dann auf mein gesamtes Datenreich zugreifen, was ich auf dem RAID-System habe. Genau, ja. Perfekt. Und wenn wir jetzt gerade schon bei fancy Sachen sind, dieses Nextcloud könnte ich dann auch, keine Ahnung, konfigurieren im Sinne von mein Logo ist da zu sehen, damit es ein bisschen cooler ausschaut. Da kannst du auch ein eigenes Logo definieren, ja, das habe ich schon gesehen im Button. Sehr schön. Du, Thomas, andere Sache, du verschwindest immer, weil dein kleines Fenster sich da immer schließt. Falls du mal zu sehen sein möchtest, schalt mal das Spotlight auf dich besonders. Ich kann das gern machen bei der nächsten Folie schnell. Warte, dann muss ich da mal. Ich hüpfe, glaube ich, raus, wenn ich auf Vollpräsentation gehe. Ja, das kann sein. Aber ich kann gern einfach mal da in die Kamera kurz reden, weil jetzt sind wir eh fast durch. Es kommt nur mal eine Folie nachher. Super. Dann hüpfe ich mal so und dann bin ich groß in 5 Sekunden. Ja. Dann rede ich auch schön jetzt in die Kamera. Ach, sehr schön. Cool. Also, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Dann kommen nämlich auch die zu spät kommen, kriegen was mit, beziehungsweise es wird die Aufzeichnung vom Stream sowieso wieder auf dem YouTube-Channel nächste Woche spätestens geben. Und außerdem vermittle ich den Thomas zu ganz unglaublich teuren Stundensätzen, falls ihr was braucht von ihm. Aber ich habe eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Der Preis spielt keine Rolle, Digital Impression seit heute. Geil. Cool. Hau sie dann in den Chat rein, damit jeder dich belästigen kann. Ich fasse mal für meinen Sinn und Zweck. Ich hätte gern so 12 bis 16 Terabyte nutzbaren Arbeitsspeicher. Da bietet sich es am ersten an, dass ich mir ein RAID einrichte, RAID 5, wenn ich das mit 4 Bays machen möchte. Ich kaufe mir da die Platten rein, die ich mir leisten kann, beziehungsweise wo das Volumen zu Price to Terabyte quasi am sinnvollsten ist. Hätte aber jetzt so 6 Terabyte Platten oder 4 Terabyte Platten gesehen. Von den 4 Platten, die ich reinstecke in RAID 5, ist eine Overhead, das heißt nicht brauchbar, also schon brauchbar, aber nicht beschreibbarer Speicherplatz. Für Redundanz, ja. Kaufe mir eine ganz normale NAS-Box, also eine RAID-Box, die kein eigenes proprietäres System drauf hat und manage das dann mit einem Raspberry Pi, den ich davor hänge. Für die, die das nicht kennen, was ist ein Raspberry Pi? Das ist so ein Mini-Rechner, mit dem man... So ein kleiner Mikrocontroller, der ungefähr 40 bis 50 Euro kostet. Und den kann ich aber ansprechen wie ein normaler Rechner, der hat ein Betriebssystem drauf, da kann ich... Der hat ein Linux-Derivat, also... Und das schaffen Leute wie ich auch, die nicht 3000 Jahre RAID studiert haben. Es gibt, wie gesagt, sehr, sehr schöne Anleitungen, wo man in das ganze Thema hineingeführt wird und wirklich einfach nur Step für Step abtippen muss, was da passiert. Alles klar. Dann nochmal kurz zurück zu den Platten. Das Wichtige ist, ich schaue, dass das nassfähige Platten sind, also CMR muss draufstehen oder wenn Specs dabei stehen. Und ich will die langsamen, weil dann sind sie leiser, fressen nicht so viel Strom und das Ganze vibriert nicht und verursacht weniger Schadenfehler, Schälerwahrscheinlichkeit. Ja. Cool, und dann ist es nur eine Frage, was man leisten kann und was ich da reinstecke. Vollkommen richtig. Das ist, es definiert halt immer, die Größe ist der größte Kostenfaktor, weil die Platten das teuerste dran sind, ist klar. Und Funktionalität, egal ob du jetzt kommerziell oder Eigenbau bist, hast du alle Möglichkeiten fast. Das ist, du bist natürlich im Eigenbau ein bisschen flexibler, weil Open Source mehr Möglichkeiten hergibt, aber Synology hat da auch eine sehr hohe Community-Base, wo du viele Sachen bekommst, die nicht direkt von Synology sind. Alles klar. Und der Vorteil, wenn ich zum Beispiel so ein Raspberry Pi habe, ist, ich kann mir zusätzliche Dienste wie Nextcloud und einen VPN-Tunnel und irgendwelche Home Automation oder sonstige Überwachung sonst nicht drauf konfigurieren und laufen lassen. So, dumme Frage, bevor wir zu Laurence dummerchen Fragen kommen, dummerchen Fragen. Stürzt was oft ab? Also muss man das oft, mein Router stürzt einmal im Monat ab, da muss ich eben vom Netzstecken anstecken und dann geht das wieder. Ist das beim Raspberry Pi bzw. beim RAID auch so? Ist das schlimm? Passiert das? Merke ich das? Also das RAID sollte
gängigst nicht abstürzen. Das ist auch nicht der Plan. Also wenn, dann hat das Ding einen Hardwarefehler. Okay. Dann würde ich es auch auf Garantie tauschen lassen. Mhm. Der Raspberry an sich, ich habe lang jetzt einen Black-Server bei mir laufen lassen von Raspberry. Ja. Der ist, glaube ich, ein Jahr lang durchgelaufen, bis ich einmal die Sicherung gezogen habe, weil ich was gebastelt habe. Sehr brav. Dann hat es ihn auf Small gehauen und ist wieder hochgefahren, ja. Okay, aber und das ist dann die andere Frage, das fährt dann, also wenn das einmal passiert oder wenn ich beim Staubsaugen den Stecker versehentlich ziehe, dann stecke ich es wieder ein, es sollte normal hochfahren und es sollte alles passen, ja, und das also muss wieder von neu aufsetzen. Wenn du vorhast, wenn du es geplant vorhast, den Strom zu ziehen, aus Sicherungsgründen, weil du irgendwo Lampen einbaust oder sonst was, dann würde ich das Ding auch herunterfahren. Da gibt es ein Web-GUI, da kann man draufdrücken, fahr bitte das Ding runter. Mhm. Weil wie jeder Server, wenn du einfach den Stecker ziehst, kann es sein, dass er gerade eine Schreiboperation hat. Mhm. Im schlimmsten Fall gerade aufs RAID. Okay. Und dann hast du Datenverlust. Alles klar. Also das sauberste Variante ist das Ding runterfahren, weil du gehst auch nicht zu deinem Laptop oder zum PC und steckst einfach Strom ab. Hast du eine Ahnung, was ich alles mache? Aber ja, natürlich. Ich empfehle es nicht. Mache ich nicht. Und dieser Raspberry Pi ist keine Geschwindigkeitsbremse, weil das so ein kostengünstiges kleines Gerät ist. Der Raspberry hat eine Gigabit, also der neue, es gibt ja die vierte Version mittlerweile, der eine Gigabit LAN on board. Das heißt, wenn dein Netzwerk zu Hause Gigabit LAN kann, hast du keinen Nachteil. Okay, alles klar. Super. Ja, Laurent zieht auch den Stecker. Finde ich super, doch. Was war deine Frage, Laurent? Bei RAID 1, 4x4 Terabyte Platten habe ich 8 Terabyte. So, das müsstest jetzt du beantworten können. Bei 4x4 Terabyte RAID 1 ist gespielt. Das heißt, du hast nur 2x4, du hast 8 Terabyte zur Verfügung, ganz genau. Und bei RAID 5, 4x4? RAID 0 wäre 4x4. Okay. Ja, 8 Terabyte und keine Ausfallsicherheit. RAID 1 wäre 4x4. Beide gespiegelt hast du 4 Terabyte netto. Ah, okay. Aber bei RAID 5, 4x4 kommst du auf die 12 Terabyte zur Verfügung, genau, wenn eine Platte wegfällt. Gut. Ja. Du hast mir letztens irgendwie so einen geilen Rechner gezeigt, da wo man sich das nachrechnen und Baby setzen und sowas kann. Hast du den zur Hand? Den habe ich bei der Hand. Warte, jetzt muss ich den Spotlight von mir wegnehmen wieder. Wobei es so schön war, dich zu sehen. Naja, ja. Den findest aber auch nur du. Naja. So, warte, wo ist mein Link? Da ist der schöne Link von. Genau. Das heißt, von Synology gibt es da so einen kleinen Rechner. Wo, super. So, jetzt sagen wir in deinem Fall 4 Terabyte. Mhm. Stecken wir mal 2 rein. Ja. Dann habe ich die Option RAID 1 oder RAID 5 geht nicht, weil du brauchst mindestens 3 Platten dafür. Steckst du eine weitere Platte rein, hast du 8 Terabyte. Eine Platte wird als Parity-Platte verwendet. Mhm. Also ist nicht ganz richtig, die Parity wandert von Platte zu Platte. Eine schreibt es dahin, einmal dahin, einmal dahin. Das heißt, es ist nicht alles auf einer Platte. Und wenn du jetzt deine volle Auslastung hast mit 4x4, wären das 12 usable und 4 Terabyte. RAID 1 kann immer nur 2 Platten spiegeln. Das heißt, du müsstest da dann auf RAID 1.0 gehen, dann kannst du die 2 Platten spiegeln und die 2 Platten spiegeln. Alles klar. Und noch blöde, dumme Fragen von mir, weil es mir einfach einfällt. Müssen all diese Harddisks, die da drin stecken in den 4 Bays, die gleiche Marke und Hersteller sein, oder kann ich da 4 Terabyte von unterschiedlichen Herstellern nehmen? Prinzipiell muss es nicht der gleiche Hersteller sein. Ja. Ich sehe aber keinen Grund, die sind preislich in dem Segment alle ziemlich gleich, ich würde die gleiche Hersteller kaufen. Aber weißt du, ich habe 2 schon zu Hause herumliegen und ich kaufe 2 andere, weil die günstiger sind und so Mix und Match. Also wenn du zum Beispiel jetzt eine ausfällt und du kaufst eine nach, ist das egal. Der einzige Unterschied ist, der kleinste gemeinsame Nenner definiert die Größe. Das heißt, wenn du jetzt, nehmen wir die weg und nehmen eine 6 Terabyte rein, dann hast du 2 Terabyte verloren, weil er alle auf 4 Terabyte formatiert. Alles klar. Makes sense. Okay, cool, kenne mich aus. Und noch eine blöde Frage, wenn ich mir ein Six-Bay-Gehäuse kaufe, kann ich nur 4 bestücken und mir dann 2 irgendwann nachher noch reinschieben, um es größer zu machen, oder ist das eher blöd von der Herangehensweise? Das ist möglich, du musst aber vorher nachschauen, ob das dein Controller kann, nachträglich das zu erweitern. Alles Weil klar. Du musst natürlich dann anfangen, also der fängt ja an, die immer gleichmäßig aufzufüllen, das heißt, wir haben jetzt im Idealfall 50% Befüllung, dann sind alle Platten 50% belegt. Jetzt steckst du weitere 2 Platten rein. Jetzt fang da an, alles auf die 2 Platten aufzuteilen, damit er dann irgendwie so 30% Belegung hat. Und das muss aber der Controller können. Also es muss die Synology oder der Hardware-Controller können. Okay. Cool. Du, und um deine letzte Slide auch noch zu vollenden,
um die Ausfallsicherheit zu garantieren, brauche ich eine USV, also so eine Uninterruptible Power Supply Schicht? Nein, das ist ein On-Top-Ding. Also zum Beispiel, wenn du jetzt davon ausgehst, dass dein Stromanbieter sehr schlecht beieinander ist, dann hilft eine USV, indem man die USV vor den Rät hängt und die USV sagt, ich habe keinen Strom mehr, ich habe eine Batterie drinnen, fahre den Raspberry runter oder den Synology oder was auch immer, fahre den sauber runter, Strom ist wieder da, musst du wieder einschalten. Okay. Ja? Und hast du eine zu Hause laufen oder ist das Overkill? Ich habe keine. Nein, okay. Und wenn du keine hast, brauche ich garantiert keine. Das ist so immer für mich die Übersetzung. Ich hab's einerseits dazu als optional Feature, andererseits wurde diese Frage schon vorab an mich herangetreten. Okay, passt. Ich will aber noch eins, das ist ganz wichtig und das hören viele Leute nicht gern. Ja? RAID ist kein Backup. Okay. Es kann sein, auch bei einer kommerziellen Synology, wenn der RAID-Controller eingeht, kann es sein, dass du den Daten verlierst. Das heißt, ja, du musst trotzdem irgendwie deine Daten auf einer zweiten Platte oder einem zweiten RAID nochmal haben. Das heißt, du hast zwei RAID-Systeme nebeneinander zu Hause laufen? Ich habe keine zwei RAID-Systeme, das wäre mir einfach zu vom Kosteneffekt hinten. Ich habe einfach externe Platten, da backups das runter, die legst du in einen Kasten, fertig. Aber du hast deine Daten alle im RAID drauf und kannst damit arbeiten. Und als Alternative zu diesen, ich kann sie mir auf Platten runterladen, speichern oder sonst was, so eine Offsite-Backup-Lösung wie Backblaze oder sonst was, wo ich die Daten extern bei wem anderen hoste und nochmal backuppe, ist das sinnvoll? Ist sinnvoll, kostet halt eine Menge. Ja, also je nach Anbieter fand ich das recht kostengünstig. Ja, du zahlst bei einer Cloud-Lösung immer nur, wenn du die Daten zurückholen willst, eigentlich. Okay. Das heißt, kostet dann nochmal extra. Das Drauflegen kostet nichts, aber wenn dann der Fehlerfall passiert, zahlst du für jedes Megabyte, für jedes Gigabyte, dann musst du den Vertrag genau lesen. Gut, dann werde ich mir das da holen sie sich die Kohle zurück. Du, und der Nomex hat nämlich gerade gefragt, der leider ein bisschen zu spät dazu gekommen ist, gibt es eine coole Backup-Software, die das automatisch macht? Das ist nämlich auch eine Grundsatzfrage von mir. Wenn ich dieses Rating dann fertig laufen habe, speichere ich direkt meine Bilder von der Karte dort rüber aufs RAID oder kopiere ich mir die auf die Harddisk und bearbeite sie dort und spiegel dann meine Harddisk oder kopiere dann händisch diese Daten auf das RAID? Gibt es wie? Also, das ist jedem selbst überlassen, wie sein Workflow ist. Ich sage einmal, die Platten, die bei uns in unserem Rechner, normalen Rechner, der jetzt in den letzten 1 bis 2 Jahren gekauft worden ist, ist schneller als die 125 Megabyte, die du über das 1 Gigabit LAN kriegst. Okay. Sprich, wenn du jetzt heute hast du ein Shooting gehabt, da hast du 100 Gigabyte an Daten, die legst du auf deinem Rechner ab, würde ich dann aber auch gleich auf die NAS legen, damit du es ausfallsicher hast und von deinem Rechner aus arbeiten. Okay. Weil das einfach komfortabler ist, schneller ist. Und ja? Wenn ich fertig bin, quasi kopiere ich meine Daten aufs RAID, archiviere sie dort und bin glücklich. Genau. Es gibt natürlich Mechanismen, automatisiert oder eben in dem Fall manuell, dass du es auf deine NAS rüber kopierst. Also Windows selber hat zum Beispiel sowas wie eine Time Machine schon eingebaut seit Windows 7. Okay. Das verwendet kein Mensch, weil es keiner weiß. Mhm. Aber wenn du einfach deine Windows-Taste drückst und Backup eingibst oder Sicherungen, je nachdem, ob du Deutsch oder Englisch bist, ja. Bietet dir das an, auch revisionssicher. Also wenn du heute dein Word-Dokument änderst und morgen änderst, dann kannst du auf die vorige Version auch noch zurücksteigen. Cool. Ja. Und also meine Arbeitsweise ist ja so, dass ich mir das zuerst mal auf meinen Rechner runterkopieren würde, natürlich die RAW-Daten gleich aufs RAID speichere, alles bearbeite und wenn der Job unter Anführungszeichen fertig ist, backup ich mir das Zeug rüber auf meine RAID. Genau. Gibt es vom RAID-System oder von der Raspberry dann ein System auch, das einen Ordner überwacht und automatisch diesen Stand quasi immer übernimmt und überträgt im Hintergrund? Ja, der Raspberry hat zum Beispiel, also Open Media Vault ist die Open-Source-Lösung, die ich im Einsatz habe zum Beispiel. Okay. Die hat sogar eine Funktion, wenn du eine Platte, eine USB-Platte ansteckst und der erkennt sie, dann sagt er, kopier diesen Ordner, also alle 9 Dateien dorthin. Dann macht er das für dich komplett autark. Cool, weil das wäre ja auch sinnvoll, oder? Genau, Welche nur aus Neugier, wie machst du's? Hast du es? Ich mache es händisch, aktuell. Alles klar. Ich habe das RAID jetzt seit 2 Wochen oder einer Woche bei mir stehen. Also ich habe vorher auch einfachere Lösungen mit festen Platten jonglieren gehabt. Alles klar. Aber dadurch, dass ich seit 10 Jahren im Enterprise-Sektor zu tun habe, habe ich mir gedacht, irgendwann muss ich mir auch zu Hause mal eine hinstellen.
Sehr vernünftig. Und weil Laurent gerade fragt, was wir für Shootings machen mit hunderten Gigabytes, weißt du, wenn man mit der Phase One einmal ein bisschen durch den Tag herumgeht, also wir haben es ja, ja. Aber man kommt blöderweise relativ schnell auf riesige Datenmengen und ja, da macht das durchaus Sinn. Okay, ja, das heißt, ich brauche keine USV, außer ich lebe irgendwo, wo der Strom sehr schlecht ist. Und so ein es ist ein zusätzlicher, also alles, was du da dazu steckst, ist ein zusätzlicher Faktor, dass das Ding nicht eingeht. Egal ob kommerziell oder nicht kommerziell. Makes also du brauchst auch kein Rate-Level haben, aber wenn du ihn nicht hast, wirst du irgendwann unglücklich sein. Okay. Und ich frage nochmal so die dummen Fragen, weil ich darf ja. Ja, du darfst alles. Muss dieses Kassel dann immer die ganze Zeit laufen, 24 Stunden am Tag? Ist das laut oder kann ich das ausschalten, wenn ich das Büro verlasse und am nächsten Morgen wieder einschalten? Oder ist das eher kontraproduktiv? Du kannst das Ding ausschalten, einschalten, wie du willst. Natürlich, du kannst es auch automatisiert runterfahren. Ja. Das heißt, sagen, um 22 Uhr soll es runterfahren und dann früh gehst hin und drehst es wieder auf. Das Ding hat aber, also der Raspberry an sich ist lüfterlos. Das heißt, der macht keinen Lärm. Und wenn du das RAID richtig konfigurierst, fahrt das in Idle runter und fahrt die Platten auch runter und macht auch keinen Lärm. Alles klar. Das ist halt immer die Usability. Willst du das, das ist auch stromsparender technisch natürlich, wenn das Ding komplett stromlos ist, kostet es sich keinen Strom. Wenn du sagst, du möchtest das komplett runterfahren und am nächsten Tag wieder ins Büro gehst, wieder einschalten, ist das auch natürlich überhaupt kein Problem. Okay, macht Sinn. Du, und die Clampix hat gerade gefragt, dass sie Synology NAS im Einsatz hat mit 2,6 Terabyte Platten und sie verwendet einen als Speicher und die andere als Backup. Ist das dann auch sicher oder nicht sicher? Es ist genauso sicher wie RAID 1.0, also wie RAID 1, Entschuldigung. Du musst es halt manuell triggern oder automatisiert halt kopieren. Das heißt, in dem Fall würde ich dir sogar empfehlen, dass du RAID 1 verwendest, weil du hast den Vorteil, dass du zwar schreiben auf beide Platten gehst, das heißt, du hast da keinen Geschwindigkeitsvorteil, aber beim Lesen würde er von beiden Platten lesen und das heißt, der Read wäre doppelt so schnell. Okay. In deinem Fall jetzt. Klingt sinnvoll. Und Laura, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Das heißt, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Leute. Nein, es gibt dumme Fragen. Genau. Also, ja. Mein Vater ist Lehrer und der hat mir bestätigt, es gibt dumme Fragen. Genau. Wenn man uns länger zuhört beim Reden, stellt man fest, es gibt wirklich sehr, sehr dumme Fragen. Okay, aber das heißt für mich, ich gehe demnächst shoppen, ich kaufe mir, hast du so eine Empfehlungsliste, du hast gesagt, du hast irgendwelche, genau, Dienste, ja, wir haben ja noch was. Wir haben ja noch was, es gibt halt die Funktionalitäten, die du on top auf dein kommerzielles NAS oder dein Eigenbau reinhauen kannst, die Worte sind schon eben gefallen, OnCloud, Nextcloud, VPN, ein Plex-Server, DLNA. Das ist halt ein... Also OnCloud ist schon klar, VPN ist, dass ich darauf die Daten zugreifen kann, Plex ist ein Medienserver. VPN ist, dass du auf dein Heimnetzwerk zugreifen kannst. Also auch wenn dein Rechner jetzt zu Hause steht, könntest du auf den auch zugreifen. Er baut einen Tunnel zwischen dir und deinem Heimnetzwerk auf. Aber das würde es voraussetzen, dass ich den Wake on LAN, wenn ich ihn abschalte oder sonst was machen kann. Das würde voraussetzen, dass der auch läuft, natürlich, ja. Alles klar. Also Plex ist ein Medienserver, da kann ich Videos und sonst was sagen. Für legale Kopien ein Medienserver. Legale Kopien, finde ich schön. Was ist ein DLNA? Noch nie gehört. DLNA kann jeder Fernseher. Okay. Der einen Netzwerkanschluss oder WLAN hat. Das ist im Prinzip nichts anderes, wenn du hinten einen USB-Stick ansteckst, dann erkennt er das und du kannst deine Dateien, Filme, Fotos browsen. Ah. Und DLNA ist ein Protokoll, wo er dein Netzwerk scannt und wenn er einen DLNA-Server oder halt das Protokoll findest, kannst du von deiner NAS auch deine Fotos, Videos oder sonst was abspielen. Und er zeigt dir das in Ordnerstruktur an. Cool. Ist nicht hübsch, aber ist eine Ordnerstruktur. Aha. Weil nicht typisch, also, steige ich schon aus, weil ich immer dachte, ich kann das für Kunden verwenden, um einen großen Fernseher die Bilder herzuzeigen. Also du kannst da Slideshows machen und alles mögliche. Also wenn der sagt, zeig mir den Ordner an und dann macht er die Slideshow. Ne? Okay. Das wäre möglich, ja. Und Pi-Hole klingt großartig, was ist das? Pi-Hole ist im Prinzip nichts anderes als ein Adblocker. Der läuft auf dem Raspberry drauf, drum Pi, weil Raspberry Pi. Ja. Den verwendest du als DNS dann. Und okay. Der blockt einfach alle Werbungen raus, ohne dass du dich um was kümmern musst. Das heißt, ich würde quasi über meinen Raspberry Pi als DNS raus ins Internet? Genau, und der übernimmt allen Traffic und blockt dir alle Ads, ohne dass du dich um was kümmern musst. Und geht das auch weil ich gerade mal überlegen bin, geht das auch, dass ich dann den als VPN rausverwende, um zum Beispiel irgendwelche Ländersperren zu umgehen oder so? Nein, das muss ich
Nein, dann müsste ich da ein VPN verwenden. Okay. Auch. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Dann natürlich Downloader, legal, alles. Natürlich, ja. Torrents und was immer. Ding. Und Home Assistant habe ich jetzt im Einsatz, um eben Automatisierung. Ich habe mein Licht automatisiert, ich habe meine Heizungssteuerung automatisiert. Und Home Assistant ist im Prinzip ein Portal, wo du das alles steuern kannst. Wo du verschiedene Hersteller in ein Portal fasst, damit du nicht in die 5 Apps reingehen musst. Okay. Sondern du hast ein schönes, und das Schöne am Home Assistant, der kann das an Alexa, Siri oder sonst was präsentieren als ein Tool. Das ist sehr cool. Das heißt, du kannst über das Ding dann alles steuern. Du stehst unten im Lift und kannst per Handy schon zu Hause das Licht einschalten und den Ofen vorheizen. Oder geobasiert. Das heißt, ich bin 100 Meter oder 50 Meter von meinem Zuhause entfernt, drehe alle Lichter ab, wenn noch eins läuft. Das ist sehr cool. Da also es geht um Automatisierung da, genau, natürlich. Ja. Eine neue Spielzeugwelt tut sich auf für mich. Ganz, ganz großartig. Kannst du es dann auch mit dem Auto koppeln? Entschuldigung, wenn wir schon da sind. Kannst du dadurch mein Auto kann ich damit starten, ja. Aha, geil. Okay, total sinnlos, hat nichts mit heute zu tun, aber da werden wir uns einmal unterhalten. Gut, und du hast schon mal durchgerechnet, was zahle ich, wenn ich das Pi mal Daumen. OMV steht für Open Media Vault, das ist eine Open-Source-Lösung mit Raspberry eben. Okay. Da siehst du eben den Preis, wenn du jetzt vergleichst, RAID 5, 12 Terabyte, oder das machen wir 6 Terabyte, weil da gibt es einen Vergleichspreis, RAID 5, 864 oder mit einer Synology 4B bist du halt 350 Euro teurer. Alles klar. Ich werde. Hast natürlich. Ist für den Laien einfacher, das Synology, muss ich natürlich schon sagen. Und mit Laien meinst du Leute wie mich oder richtige Laien? Also ich bin so ein Halblaie. Also wenn du einem Tutorial folgen kannst und Befehle einklopfen kannst, die da drinnen stehen, dann okay. Und du hast ja mich als Backup-Telefon, dann würde ich dir die billigere Variante empfehlen. Und wenn ich mich zwischen zum Beispiel der 12 Terabyte und 18 Terabyte OMV-Lösung entscheiden müsste, weil preislich ist da jetzt nicht mehr so die Welt dazwischen, zu welcher würdest du mir raten? Wenn du das leisten kannst, würde ich zukunftssicher natürlich 6 Terabyte Platten reinhauen. Oder wenn du es dir leisten kannst, auch würde ich 8 Terabyte empfehlen. Ja? Wenn du es dir leisten kannst. Ja. Wenn das in deinem Budget passt. Kannst du es dir leisten oder willst du es dir leisten oder brauchst du es? Natürlich, ja. Du, genau, was wir noch nicht besprochen haben. Ich entscheide mich für die kostengünstige 4 Terabyte Lösung. In 2-3 Jahren ist die voll. Was dann? Muss ich dann die wegwerfen und eine neu kaufen? Oder? Na, wegwerfen würde ich gar nichts. Ich würde entweder, also dann hast du halt blöde Lösung. Du kannst natürlich die Platten nicht rausnehmen, weil sonst sind sie weg. Ja. Ja, also entweder hast du die Möglichkeit. Moment. Ich kann das nicht abschalten und die Platten rausnehmen und neue leere reintun und das Ding wieder neu aufsetzen? Natürlich, ja. Aber wo sind deine Daten dann? Ne? Nee, auf den 4 alten Platten, die ich. Okay. Ja, die du dann nicht mehr verwenden kannst, weil sie nicht mehr verfügbar sind. Okay. Du hast dann mehrere Möglichkeiten. Entweder hast du eine externe Platte, wo du die Daten hinsicherst, steckst dann neue Platten rein, fangst von vorne an und schreibst das wieder zurück. Mhm. Oder du stellst eine zweite dazu. Aber das heißt, ich könnte auch ganz normal, wie ich das jetzt mache, wenn das Ding voll ist, die Jahre 5, 6 vergangen sind, kann ich auf normale Platten runterkopieren, weil ich da höchstwahrscheinlich nicht so oft drauf zugreifen werde und nutze den leeren Platz dann. Von der Wertigkeit und von diesen Rauf- und Runterlöschen und Draufschreiben und sonst was, da brauchen wir eh keine Sorgen machen. Da muss ich ja nicht jedes Wochenende. Also bei einer drehenden Spindel, also bei einer Nicht-SSD, nein. Okay. Also eine SSD ist auf 1 bis 5 Millionen Schreibzyklen pro Block ausgelegt, dann geht der Block ein und eine HDD ist da etwas robuster, sagen wir mal so. Und noch zur Trottelfrage, ich darf fragen, wenn dieses Ding neben meinem Router steht und der WLAN und so und da gibt es keine Interferenzen und der macht mir nicht die magnetische Platten kaputt und gibt es da Sachen, auf die ich achten muss oder ist das wurscht, wo ich das hinstelle? Es ist prinzipiell wurscht. Okay. Also du kannst es direkt daneben stehen haben. Natürlich kann es dein WLAN beeinträchtigen, weil natürlich drehende Spindeln, also ich würde würd den Router nicht auf die Platten stellen. Ja. Aber wenn das da 20 Zentimeter daneben steht, ist das kein Problem. Mikrowelle und darauf dann die IC-Box, das wäre so die perfekte Lösung, oder? Das merke ich immer, wenn ich mit meinem Headset durch die Wohnung gehe und dann Mikrowelle läuft, dann höre ich immer Knister, Knister. Sehr cool. Weiß man, das Ding wirkt. Okay, aber das heißt im Normalfall, wenn ich das irgendwo vernünftig hinstelle, ist du hast es natürlich neben deinem Router oder neben deinem Switch oder was auch immer du hast stehen, weil dort macht Sinn. Du willst es ja nicht im
dritten Zimmer haben und dann ein Kabel legen, sondern es sollte alles irgendwie kompakt in einem Raum sein. Alles klar. Gut, und ja, ich glaube, so langsam hast du all meine Fragen beantwortet. Du, diese Listen, die du da hast, also wir dürfen die Präsentation, stelle ich euch dann auch online mit dem ganzen Video. Irgendwo hinstellen, ja. Zum Nachlesen. Und wenn man auf diese Listen klickt, komme ich auf eine Geizhalt-Shopping-Liste und kann mir alles kaufen, was ich brauche. Also das sind alles Links, die hinterlegt sind. Da steht zum Beispiel auch noch, der ist auch ganz schön. Viel Text, aber zum Beispiel siehst du, wie die Ausfallszenarien sind. Was passiert, wenn eine Platte ausfällt? Dann weiter unten ist irgendwo RAID 5, das ist RAID 1, 0. Da hast du RAID 5 und RAID 6 im Vergleich. Was passiert, wenn eine ausfällt oder zwei? Wann sind die Daten weg? Also okay. Schön bildlich, cool. Also relativ simpel dargestellt. So, dass ich es verstehe. Danke. Sehr, sehr schön. Und diese Geizhalt-Shopping-Listen sind dann wirklich so, die ich kann... Da steht alles drinnen zum Beispiel. Also jetzt zum Beispiel die kommerzielle NAS. Ist relativ einfach. Okay. Das Ding und Platten. Und weil wir gerade da sind, also Geizhalt ist ja immer so eine praktische, zum Researchen, wo man es wie günstig kriegt. Genau. Gibt es irgendwelche Empfehlungen von dir, wo man einkauft, oder ist das heutzutage wurscht? Ich empfehle... Also ich will jetzt nicht, dass du Werbung machst, aber... Nein. Kann ich auch gar nicht, weil du musst halt schauen, wo es auch lagern ist natürlich. Mhm. Bei Platten empfehle ich immer, die nicht zu bestellen. Okay. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens einmal, wenn der Amazon-Paketdienst oder sonstige UTPD, UPS oder was auch immer, kann das sein, dass Platten, die Erschütterungen mögen sie nicht. Mhm. Drehende Platten generell überhaupt nicht. Das heißt, ich kaufe solche Platten immer gern beim Händler, weil wenn ich es dann zu Hause auspacke und reinstecke und sie funktionieren nicht, gehe ich hin und sage, ich hätte gerne eine neue. Okay. Bei Amazon und UTPD ist es dann mit zurückschicken, neue kriegen etc. Also ich bei Platten bin ich alt, oldschool, da gehe ich, zahle ich lieber 5-6 Euro mehr, gehe hin und kaufe mir die lokal. Okay. Und ob das dann jetzt beim CLS ist oder beim Cyberboard oder bei was auch immer, das ist vollkommen egal. Man sieht es auch, wenn man die Liste anschaut, ich glaube, dass da Amazon, ist da überhaupt gelistet? Na, Amazon hat es zum Beispiel gar nicht. Müssten wir irgendeine raussuchen, die der Amazon auch hat, aber normalerweise ist der Amazon nicht viel billiger oder gleich teuer. Okay. Aber und gibt es, ich meine, ich würde zum Mediamarkt, Cyberport, irgendwas Gängiges, Großes gehen. Sagst du dann No-Go, geh lieber zu irgendeinem Spezialhändler oder ist das wurscht? Nein. Es ist Platte, ist Platte. Okay. Also die haben alle die gleiche Charge. Wichtig ist halt, dass du auch schaust, was dann draufsteht auf der Platte. Also das normalerweise steht dann, also da steht jetzt nichts, weil sie alles ausgegraut haben, aber da steht auch wirklich drauf, CMR oder sonst irgendwas, NAS-Platte, Iron Wolf. Wenn da jetzt Consumer oder was draufsteht und nicht Iron Wolf, dann haben sie dich übers Ohr gehaut, aber das okay. Passiert eher selten. Cool. Und ich bin ja das totale Marketing-Opfer, allein dieses Iron Wolf und das Logo, da würde ich sofort kaufen, weil ich denke mir, das klingt so cool und schaut so cool aus. Da kann ja, man ja nichts besprechen. Wie die Red schaut auch ganz nett aus, ja. Genau, schaut halt wichtig aus. Mit NAS-Platte und dem RAID-Verbund. Das wird zu meinen ganzen roten Canon-Objektiven passen. Eben, ja. Und da muss man auch aufpassen, bei dem WD-RAID ist die Plus-Variante ist die schnell drehende, okay. Die 7000er. Die will ich nicht. Und die Nicht-Plus ist die 5400er. Alles klar. Du, und da, weil da gibt es auch schon so fertige Bundles, weil ich gerade gesehen habe. Das ist auch wohl. Genau, ja. Das ist genau dasselbe. Das sind jetzt 16, da muss man aufpassen, da steht dann 16 Terabyte Bundle, das heißt, das sind 4x4. Ah, wovon dann effektiv 12 rauskommen bei der Konstellation, ja. Kennt mich aus. Gut, also, zusammengefasst, wenn man sich mal mit dir länger unterhalten hat, klingt das eigentlich eh halbwegs leicht machbar. Ja, du hast ja noch nicht angefangen damit. Danke, super. Aber okay, ich fasse nochmal zusammen, wenn ich das jetzt anfangen würde. Ich bestelle mir so eine Box, ich bestelle mir einen Raspberry Pi, ich bestelle mir die Platten. Ich packe alles genau, aus, also ich setze den Raspberry. In der Liste alles drinnen, ja, was du brauchst. Mhm. Passt. Da ist natürlich ein bisschen mehr, weil du ja ein Netzteil für einen Raspberry brauchst und pipapo, weil alles nicht in einem schönen Gehäuse ist. Mhm. Und ob du dann eine SD-Karte, die du rumliegen hast, oder ob du eine von der SSD bootest, das ist dann dir überlassen. Ja? Das Ding hat einen SD-Karten-Slot da drinnen. Okay. Da unten sieht man nicht, da wäre der SD-Karten-Slot hier. Ich bin halt kein Fan von SD-Karten, weil SD-Karten noch schlechter als SSDs sind, in Schreibzyklen. Das heißt, die werden irgendwann mal hin. Alles das Schlimmste, klar. Was passieren kann, ist, dass, du kannst das Ding, wenn das einmal funktioniert, machst du eine Kopie von der SD-Karte und wenn die eingeht, kopierst es rein, steckst es wieder rein, es fährt wieder hoch. Okay. Aber wenn du da eine alte SSD rumliegen hast, zum Beispiel,
die hält mehr Schreibzyklen aus. Okay. Kenne mich aus. Du, aber nur noch dann von der Arbeitsabweise, nachdem ich mir das Eis gekauft habe. Packe ich zuerst den Raspberry auf und setze den auf? Dann gehst du auf den Link, den ich irgendwo versteckt habe. Ich drücke einfach nochmal auf die, wo ist meine Präsentation? Die ist auch schon wieder weg. Ist weg, weil ich auf den Link drauf gedrückt habe. So, wo ist meine Präsentation? Anleitung Open Media Voltage. Ah. Da hast du Schritt für Schritt, das schaut relativ lang aus, weil er sehr viel schreibt dazu, damit man sich auch auskennt, also okay, was man eben braucht und Ding. Interessant wird es ab dem Zeitpunkt, wo du dann anfängst, das Ding zu konfigurieren. Okay. Aber es gibt so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich dann nachlesen und nachbauen kann. Da steht alles drinnen von den Befehlen, auf was du aufpassen musst. Super. Das Ding installiert sich von selbst, also das ist ein Befehl und das holt sich alles, was es braucht. Und nach dem Befehl, der dauert dann so 10 Minuten, je nachdem, wie schnell der Internet ist, dauert das vielleicht 10 bis 15 Minuten und danach ist dann NAS erreichbar, eigentlich. Alles klar. Und der Vorteil einer fertigen NAS-Lösung ist, ich brauche keine Wegets und sonstigen Sachen mich herum ärgern, sondern ich habe von Haus aus ein Menü-Interface, genau, nehme ich an, oder irgendein grafisches Interface. Also, ich weiß gar nicht, ob Synology, wie heißt denn das Ding? WebGUI, geben wir es mal ein. Das schaut dann so aus. Das schaut dann aus wie ein normal, also das heißt ein YouTube-Video. Ja, ist ja wurscht. Genau. Aber du siehst das da eh schon, ja. Also, das heißt, das ist so ein Web-Interface und das schaut aus, als wärst du auf einer virtuellen Maschine. Das sind die 200 Euro mehr, die ich ausgebe, dass ich mich nicht mit sowas herumschlagen muss. Wobei, nachdem du diese Command-Befehle eingeben hast, hast du dort auch ein GUI. Das ist das GUI von OpenMedia Vault. Also du hast genau die gleichen Listen. Alles klar. Gut, das heißt, es ist durchaus managebar auch für Leute, die keine Programmiergenies sind oder Linux-Experten. Also der erste Step ist ein bisschen eine Hürde, da muss man sich drüber trauen. Und dann hast du ein GUI, über das du alles machst. Cool. So, ich bin im Bilder. Bis wann muss ich das aufgesetzt haben, dass ich dann als Experte gelte? Wie schnell muss ich das zum Laufen bringen? Ja, schau, Challenge? Dass du Platten irgendwo lagern findest und dann morgen fertig, ne? Perfekt, ich habe ja sonst nichts zu tun. Geil, danke dir. Also ich kenne mich aus, ich glaube, ich weiß, wo ich hin möchte und was ich machen werde. Ich glaube, ich werde dich höchstwahrscheinlich belästigen, wenn ich es dann tatsächlich mal umsetze und mache. Davon gehe ich aus, ja. Du hast das letztens bei einem Kollegen von uns installiert und ihr habt da das ein oder andere Config-Problem gehabt. Was war da oder was könnte passieren? Ja, wir haben sehr viele Probleme auch gehabt mit seinem Netzwerk. Okay. Sehr viel Zeit ist auch drauf gegangen, um sein Unify-Netzwerk auf Stand zu kriegen. Das funktioniert jetzt. Also du hast jetzt gutes WLAN in der Lightbox. es gibt ein Limit beim Raspberry. Der Raspberry kann in der 32-Bit-Variante nur bis 16 Terabyte usable arbeiten. Ah, okay. Und wenn du 6x4 reinsteckst, sind das genau 16,4 Terabyte. Das heißt, die musst du wegschneiden, wenn du 16 Terabyte verwendest, funktioniert es. Du kannst auch 2x8 Terabyte machen, partitionieren, dann geht es genauso. Oder ich kaufe mal einen 64-Bit Raspberry. Gibt es den? Ja, der 4er ist ein 64, aber das 64-Bit Betriebssystem ist noch in der Beta-Phase. Ah, das heißt, das würde ich nicht empfehlen, wenn du was Stabiles haben willst. Alles klar. Aber das würde in der Anleitung irgendwo drinstehen? Oder da steht alles drinnen, ja. Cool. Thomas, zauber dich nochmal ins Bild, dass ich mich gebührend von dir verabschiede und bedanke. Gebührend, kann, ja. Ich glaube. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? War in deiner Präsi noch irgendwas drin, was du unbedingt unterbringen wolltest? Meine Präsi sollte durch sein. Ich kann gern anbieten, bei dir im Discord nochmal vorbeizuschauen jetzt, wenn irgendjemand direkt eine Frage stellen will. Alles klar. Ich poste dann, sobald ich den Discord-Link gefunden habe, den mal da in den Chat rein. Ja. Nehmen wir den Fotobuddies Discord oder meinen? Also, wurscht. In einen Discord werden wir wieder natürlich finden. Einen natürlich. Der Cranky fragt, vielen Dank für den super Vortrag. Überlebt man auch ohne NAS? Ich kann nur meine Antwort geben. Ich habe bis jetzt ohne NAS problemlos überlebt. Ich ärgere mich nur jedes Mal, wenn ich mit meiner Harddisk-Wirtschaft anfangen muss. Also ich habe tatsächlich jetzt letztens wieder den Fall gehabt, dass ein Kunde von 4 Jahren Bilder wieder haben wollte. Und da musste ich die suchen und wo waren die und anstecken und herumkopieren. Und das war halt mühsam, ja. Cooler wäre es, wenn ich das einfach gemütlich jeden Tag überall irgendwo hinkopieren kann. Ich ausfallsicher, Thomas, wenn ich 2 Harddisks gespiegelt backup, ist mehr oder weniger, also ich meine, das gleiche wie RAID im Prinzip, ja. Also, dass das Ding hin wird, wenn du es irgendwo liegen hast, ist unwahrscheinlich. Okay. Aber es ist immer zwingend nötig,
es doppelt zu speichern. Und jetzt nicht RAID, sondern wirklich doppelt. Alles klar. Und mit egal, ob du jetzt wieder Cranky jetzt normales ZIP-Drive verwendest, wie es früher gegeben hat, oder immer noch in Verwendung ist teilweise, oder ob du das auf was auch immer USB-Stick speicherst, wenn du zweimal den USB-Stick abspeicherst, ist er in Ordnung. USB-Stick kann einfach eingehen, eine Platte kann einfach kaputt werden. So. Und jetzt ist so. Die ultimative Frage, weil ich gerade ein bisschen am geistig wegnölden bin. Statt dass ich irgendeinen externen Backup-Dienst nutze, um meine Platten dann noch einmal irgendwo ausfallsicher außerhalb meiner Wohnung, falls die abbrennt, zu sichern, könnten wir uns gegenseitig spiegeln und hosten? Ist das sinnvoll? Das wäre eine Möglichkeit, ja. Also es ist empfehle ich vielen Freunden von mir, wenn beide eine NAS haben, ob das jetzt Synology ist oder ob das eben verschiedene Systeme sind. Manche können miteinander reden, manche können nicht miteinander reden, muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Dass man eben so ein Offsite-Backup macht. Das heißt, du gibst mir ein bisschen Speicherplatz frei, ich gebe dir ein bisschen Speicherplatz frei und wir synken uns die wichtigsten Daten gegenseitig. Das heißt, wenn bei dir der Blitz einschlägt und deine NAS eingeht oder was auch immer eingeht, dann liegen die Daten bei mir und du kannst das bei mir abholen. Und das natürlich verschlüsselt. Das heißt, ich kann auf deine Daten nicht zugreifen und du nicht auf meine Daten. Sehr schön. Das heißt, ich vermarkte dich nicht nur noch als Marketing-Experten, sondern auch als Offsite-Hoster. Was kostet ein Terabyte bei dir? Ja, unbezahlbar, weil nachdem ich jetzt im Homeoffice mit den ganzen Home-Automatisierungen und sonstigen Geschichten angefangen habe, bringt mich meine Frau um, wenn ich jetzt noch mehr hinstelle. Genau. Wir brauchen ganz dringend eine Session, wie sage ich es meiner Frau, weil die wird auch schon langsam ein bisschen grantig mit allem, was ich gerade zu Hause umbaue und automatisiere. Ich glaube, da ist besser, wenn ich heimlich irgendwo eine Wohnung anmiete, genau. Als dass ich das zu Hause hinstelle. Sehr cool. Noch ganz kurz auf den Cranky. Ich sichere beim Import auf zwei interne Platten und nach Bearbeitung sichere ich auf ein externes USB. Ja. Also funktioniert auch. Kein Problem. Also du kannst alles manuell machen, kostengünstiger natürlich. Verlierst halt die ganzen Funktionalitäten und die Einfachheit, die ein zentraler Speicher bietet. Also das ist jedem selbst überlassen. Ja. Der Cliff macht es ja jetzt auch nicht anders. Er will es noch nicht so machen, weil es ihm zu mühsam ist. Weil er halt mehr Daten hat. Genau. Und ich hätte dann gerne eine weitere coole Box, die ich von außen anreden und neue Dienste und was ich was. Also das ist ja wieder auch ein bisschen ein Spielzeug, was mich dann wieder sehr glücklich macht. Ob man es hundertprozentig braucht oder nicht. Du brauchst auf jeden Fall ein Backup deiner Daten. Ja? Das ist essentiell. Und ob du das jetzt auf USB-Sticks machst, auf Harddisks, auf externe Dienste oder sonst was, besonders wenn ihr davon lebt oder auch wenn ihr nicht davon lebt, die Bilder sind halt schade, wenn es weg sind. Ja? Ihr habt euch was angetan und selbst wenn es nur Familienfotos sind, finde ich, sollte man heutzutage darauf achten. Und es geht ja nicht nur um Fotos. Es ist ja, keine Ahnung, bei meiner Harddisk sammelt sich auch inzwischen sehr viel Firmenrelevantes an, Dokumente, PDFs, Entwicklungen, Mail-Histories. Auch das könnte ich ja über das RAID-System einfach gemütlich wegsichern, oder? Vollkommen richtig, ja. Alles klar. Gut, liebe Leute, ich danke vielmals, dass ihr da wart. Thomas, vielen, vielen Dank für deinen Input. Ja. Und ich freue mich schon. Im Moment stelle ich mir das total einfach vor. Wenn ich in ein paar Wochen verzweifelt bei dir anrufe, reden wir weiter. Aber ich werde euch dann auch noch einen Einblick geben, wenn ich das Ding dann mal gebaut habe, ob es tatsächlich so einfach war und was ich dann gemacht habe oder was nicht oder welche Stolpersteine es da sonst wo gab. Wir zwei hauen uns noch 10 Minuten in den Discord rüber, in den Fotobuddies. Ich gehe mal mit dir rüber, plaudere ein bisschen. Wenn wer kommt, kann er gerne Fragen direkt an mich stellen. Genau. Ansonsten plaudere ich mit dem Cliff noch. Gleich den Link hier unten rein. Präsi und Stream zum Nachschauen gibt es demnächst auf dem YouTube-Channel. Ich freue mich, wenn ihr auf unsere Facebook-Gruppe die Pixelco schaut, beziehungsweise Pixelkoma in allen sozialen Netzen der Welt verfolgt und wenn ihr nächsten Mittwoch wieder dabei seid, weil dann gibt es sicher wieder ein spannendes Thema. Was genau habe ich mir noch nicht überlegt? Ich bin auch noch offen für Vorschläge, falls irgendwer was Besonderes besprechen möchte. Und falls ihr jetzt noch Fragen habt, einfach raus damit in den Chat oder rüberkommen in den Discord, dann können wir da noch Special Cases besprechen. Ansonsten, Nora, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und das war auch für dich relevant und du hast was gelernt. Und wenn irgendwer von euch was aufsetzt aufgrund unserer großartigen Empfehlungen, schickt uns doch ein Foto oder sonst was. Wir freuen uns, wenn wir sehen, was wir so verursacht haben und das dann ausbaden mit euch. Cool. Christian, Laurent, alle vielen, vielen lieben Dank. Ich werde mal ganz kurz den Stream dann beenden und verabschiede mich quasi in die nicht visuelle Welt. Ich poste euch dann noch kurz den Discord-Link rein, falls ihr dazustoßen wollt. Ansonsten bis bald online in allen Medien der Welt. Danke, Thomas.
Sehr gerne. Buenas noches, die Damen und Herren. Tschüssi.